Die Einwanderungsgesellschaft Deutschland feiert 2011 ein wichtiges Jubiläum. Am 30. Oktober 1961 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Türkei den Vertrag über die Anwerbung von Arbeitskräften. Wenn die Zeit manchmal stehen bleibt, hat es vorher Klick gemacht. Millionen von Fotos werden jeden Tag geschossen, entwickelt und vergessen. Nur wenigen gelingt es, ein Bild festzuhalten, das überdauert. Ich bin Mehmet Ünal, Gewerkschafter und Fotograf von Beruf. Fotografieren ist für mich eine Form meiner sozialen Engagement. Ich habe 35 Jahre lang in Deutschland mit türkischen Migranten zusammengearbeitet. Als Fotograf habe ich 35 Jahre lang viele Bürgersteige und Kreuzwege gegangen. Ich habe um und abwegig im täglichen Leben viele türkische Migranten kennengelernt. Im Laufe der Jahre ihre Erfolge und Misserfolge beobachtet und fotografiert.